ich finde, beim Feiern ist es das Schöne, da ist alles erlaubt. Es gibt für mich zwei klare Prämissen, da müssen sich alle dran halten. Ich sage immer, Arbeit und Feiern sind zwei paar verschiedene Schuhe, genauso wie Alkohol und Straßenverkehr. Das muss man trennen. Wenn wirklich einer Alkohol trinken will, dann sage ich immer, dann müssen wir jetzt trinken, denn dann müssen wir fahren. Ja. Einmal haben wir es missachtet. Schon viele Jahre her, viele Monde liegt es zurück, da haben wir auch mal gefeiert, haben wir Bier getrunken, Schnaps und Wein und dann war Schluss. Ich habe gesagt, jetzt reicht's, war wirklich kurz vor 8:30 und waren auch alle Vernünftigsten, alle mitgekommen. Da waren wir dann, glaube ich, 9 Leute im PKW. Das Problem war bloß, dass keinem dieses Ding gehört hat, ne? Und wie so ist, keiner wusste, wo das Licht angeht, ne? Und die einzige Beleuchtung war, dass auf der Rückbank einer eine geraucht hat und da sollte man schnell nach Hause fahren. Aber da hieß es dann, nein, wir müssen erst noch an die Tankstelle fahren, Pilsetten abgreifen und Kornrohre holen. Und das war der Fehler. Dann sind wir in so einen Kreisverkehr rein. Die ersten 3 Runden waren auch kein Problem. Aber nach der Ehrenrunde, nach der Temporunde, ich hab's kommen sehen. Für mich war es klar. Und in der 8. Runde war es soweit. Ne? Da hatten wir uns verfahren. Ja. So. Und ich hätte auch gerade eine Ehrenrunde hier. Schon der 3. Birner. Also, jedenfalls wieder drin im Kreisverkehr und dann ist ja jeder schlauer als der andere. Ne? Dann sagt der eine hier, wir müssen da lang, da lang, da lang. Und ich war als Einziger noch so geistesgegenwärtig. Ich habe gesagt, halt, nein, das bringt jetzt gar nichts. Wir müssen die 8 Runden zurückfahren. Dann kommen wir ja an der Stelle raus, wo es reingeht. Ne? Und haben wir auch gemacht, ging auch einwandfrei. Aber wie so ist, 3 Runden vor Schluss, ne, kommt von hinten einer entgegen. Mit Lichthupe, ne, so als wüsste der, wo es lang geht. Und wir sind dem voll draufgeraucht. Also wir haben ihn, ich sag mal so, wir haben ihn touchiert. Wir haben ihn derb touchiert. Wir haben ihm den Spiegel abgefahren. Also den Innenspiegel. Und der tat nun, als wäre sonst was. Ne, der wollte gleich die Polizei holen. Da haben wir gesagt, okay, bitte, mach. Wir waren uns keiner Schuld bewusst. Wir haben im Auto fröhlich weitergefeiert. Und es hat dann ewig gedauert. 3 Stunden, oder? Dann kam die Polizei und die hat dann aber auch gesagt, für uns hat es erledigt, wir können nach Hause fahren. Der Typ in dem anderen Auto, den haben sie mitgenommen. Der war völlig verwirrt. Der hätte behauptet, ihm wäre rückwärts einer entgegengekommen. Also das ist eine Warnung. Immer aufpassen, wenn man betrunken fährt. Man weiß nie, wer hinter einem ist. So.